Lisa kommt gleich vorbei. Wir müssen etwas Wichtiges besprechen. Aha, okay, gut. Wir wollen nämlich mit Lara und Sidra zusammen an Fasnacht eine Gruppe machen. Wir wollen alle das Gleiche anziehen. Das wäre doch cool, oder? Auf jeden Fall. Und habt ihr schon eine Idee, wie ihr euch verkleiden wollt? Nein, das müssen wir uns jetzt überlegen. Deswegen treffen wir uns ja gleich. Hallo. Hallo, Lena. Komm, wir gehen gleich in mein Zimmer. Ich habe schon mal lauter Kostüme für uns rausgesucht. Und da, schau mal. Dieser Katalog von einem Faschingsversand kam kürzlich mit der Post. Den habe ich mir gleich geschnappt. Cool, ihr habt ja total viele Fasnachtssachen. Da finden wir bestimmt etwas. Und zeig mal den Katalog. Oh, sowas Orientalisches finde ich hübsch. Das sieht aus wie aus einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ja, was könnten wir da anziehen? Vielleicht das hier. Wir brauchen noch etwas auf den Kopf. Wie wäre es mit diesen Bändern? Und eine Wunderlampe hätten wir auch. Ja, die würde super dazu passen. Fehlt nur noch ein fliegender Teppich. Steig auf, Lisa, wir müssen zur Schule. Ich pack noch schnell die Wunderlampe ein. Wer weiß, vielleicht kann man sie ja mal gebrauchen. Bitte festhalten, es geht los. Oh nein! Oh je, tut mir leid. Das Anfliegen muss ich wohl noch etwas üben. Ich dachte, du hättest einen Teppichführerschein. Ja, aber der Fahrschulteppich war nicht so schnell. Der hatte eine Anti-Rutsch-Unterseite. Jetzt müssen wir aber wirklich los, sonst kommen wir zu spät. Mist, jetzt ist auch noch die Ampel rot. Achtung! Hinter uns fliegt Malte. Ich kann nicht mehr bremsen. Er fliegt einfach über die rote Ampel. Mein Teppich hat einen Wegfehler. Oh je, hoffentlich hat er eine gute Teppichversicherung. So, da wären wir. Ach, immer das Gleiche. Es sind schon wieder alle Parkplätze belegt. Dann müssen wir unseren Teppich eben zusammenrollen und mit reinnehmen. Schau mal, da kommt gerade Herr Pauli. Hat er da etwa lauter Mathe-Tests in der Hand? Tatsächlich, oh nein. Zum Glück habe ich die Wunderlampe mitgenommen. Ich wünsche mir, dass die Tests verschwinden. Dein Wunsch soll erfüllt werden. Also was ist denn jetzt los? Na, sowas. Also, ich fände dieses Kostüm wirklich toll. Ja, aber wie wäre es, wenn wir etwas Lustiges machen? Wie zum Beispiel eine Karotte. Das sieht wirklich lustig aus. Die grünen Stängel oben sehen aus wie borstige Haare. Du bekommst auch noch ein wenig grün. Jetzt sehen wir aus wie frisch aus dem Gemüsebeet. Was für ein schönes Wetter heute. Genau richtig, um ein wenig den Kopf aus der Erde zu recken. Hast du was gesagt? Ja, hörst du schlecht? Tut mir leid, meine Ohren sind noch voller Erde. Achtung, ein Hase. Schnell weg, sonst frisst er uns. Meinst du, er hat uns schon entdeckt? Keine Ahnung, ich schaue erst mal vorsichtig nach. Er ist weg, du kannst wieder rauskommen. Prima, Glück gehabt. Die Sonne tut wirklich gut, ich könnte gerade noch ein paar Zentimeter wachsen. Da drüben kommt Rosabella Erdbeer. Na, ihr zwei Karotten, was geht bei euch? Wir genießen die Sonne. Das tue ich auch. Dann werde ich nämlich noch süßer, als ich ohnehin schon bin. Oh nein, lass uns abhauen. Leider kann man sich in diesem Kostüm nicht allzu gut bewegen. Das stimmt, vielleicht schauen wir noch mal weiter. Ich finde ja auch die Wichtelmützen schön. Da hätten wir Mützen und Hüte in verschiedenen Farben. Die würden für uns alle reichen. Und dazu könnten wir einfach sowas anziehen. Ich habe ein richtiges Wichtelkostüm. Kannst du in diesen Schuhen laufen? Ja, das geht, aber ich ziehe lieber die grüne Mütze auf. Und dann ab ins Wichtelland. Heute gibt es viel zu tun im Garten. Zum Glück ist das Wetter ja schön. Schau, das Wiesenfest hat schon angefangen. Ah.
Wollen wir uns etwas zu essen und zu trinken holen? Ja, da drüben gibt es leckeren Kuchen. Hallo, was möchtet ihr? 2 Blütenlimonaden, bitte. Der Obstkuchen sieht gut aus. Oder sollen wir uns eine Himbeere teilen? Oh ja, ich liebe Himbeeren. Hier, bitte, das macht 2 Blüten. Bitte schön. Guten Tag, Frau Schmetterling. Wir setzen uns zu Ihnen. Die Blütenlimonade schmeckt herrlich. Und die Himbeere ist zuckersüß. Wir könnten uns bei Frau Biene noch einen Honig kaufen. Gute Idee. Hallo. Hallo. Wir möchten einen Honig. Das macht 2 Blüten, bitte. Danke. Fängt es jetzt etwa an zu regnen? Schade, dass hier das Wetter immer so schnell umschlägt. Wir wollten doch noch Karussell fahren. Es hat schon wieder aufgehört. Zum Glück nur ein kleiner Schauer. Und, meinst du, wir finden noch ein gutes Kostüm? Bestimmt, aber fragen wir mal noch Lara und Sidra, ob sie auch eine Idee haben. Bis Fasnacht ist ja noch ein bisschen Zeit. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.